Hallo zu einem neuen Video zum Thema Geisterforschung. Heute zeige ich euch was ganz Besonderes. Diese alte Gasse hier ist sehr, sehr stark von Spuk und Geistern heimgesucht. Dies liegt unter anderem an diesem Haus hier. Dort drin steht nämlich eine Wohnung leer, in der es sehr, sehr stark spukt. Ich werde euch jetzt mal einen Einblick ins Innere dieses Geisterhauses gewähren. Das hier ist der erste Raum. Der ist im Gegensatz zu den anderen auch noch relativ ordentlich. Das hier ist der zweite Raum. Da seht ihr jetzt nichts. Da seht ihr jetzt wahrscheinlich nichts, weil es zu dunkel darin ist. Das ist der dritte Raum. Der wurde auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren nicht mehr betreten, was man an diesen dicken Spinnenweben dort hinten sieht. Ja, da sieht man, dass schon seit sehr vielen Jahren keiner mehr in diesen Gemäuern war. Dieses Haus steht schon seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren leer. Alle Bewohner sind wegen des Spukes ausgezogen, weil sie mit den paranormalen Aktivitäten in diesem Haus nicht klargekommen sind. Das hier ist der Raum, der am allermeisten von paranormalen Aktivitäten heimgesucht ist. Das Badezimmer. Es gibt eine Theorie, dass jemand in diesem Badezimmer in der Badewanne gestorben ist. Man weiß nicht genau wie, ob es Selbstmord oder Mord war, aber dessen Geist spukt immer noch durch dieses Gemäuer. Ja. Hier ist dann noch ein Zimmer. Da hinten steht ein Kühlschrank oder was es ist. Und ja, sonst ist nicht mehr sehr viel da drin, weil alles ausgeräumt wurde. Und es will auch schon seit sehr vielen Jahren keiner mehr dort reinziehen, weil der Spuk einfach zu stark ist und die meisten Menschen damit nicht klarkommen, mit diesen paranormalen Aktivitäten. Und es sind auch schon welche davon wahnsinnig geworden. Ja. Man erzählt sich, dass dort jemand gestorben ist, aber es ist nicht bekannt, wer oder... Das wird noch von Geisterforschern erforscht. Die genaueren Umstände des Spuks. Ja, kommen wir nun zur Gasse. In dieser Gasse hier spuken auch sehr viele Geister. Dies hat besonders etwas mit den Schätzen zu tun, die man in der Erde hier findet. Also hier findet man lauter antike Sachen. Ich habe zum Beispiel meinen Silberring gefunden oder halt so ganz alte antike Gefäße, die schon seit mehr als 100 Jahren nicht mehr hergestellt werden. Und diese Gegenstände stehen halt mit Personen in Verbindung, die sie hier verloren haben. Und man sagt, dass deren Geister auch noch hier herumspuken. Also, ja. Jetzt zum Gefährlichkeitsgrad. Also, das Geisterhaus, das solltet ihr auf gar keinen Fall betreten, wenn ihr keine Geisterforscher seid. Und besonders nicht nach Einbruch der Dunkelheit. Die Gasse kann man tagsüber ruhig betreten, das ist nicht so gefährlich. Aber nachts würde ich euch auch empfehlen, euch davon fernzuhalten, weil hier können auch sehr beunruhigende Ereignisse auftreten, paranormaler Art. Und das ist nichts für Leute, die damit nicht zurechtkommen. Ja, damit verabschiede ich mich und wir sehen uns in einem neuen Video. Ich hoffe, dass ihr einiges aus diesem Video lernen konntet.